Willkommen auf der Erde. 2006 hat Thomas Rather gesagt, als er zurückkam, ich will wieder da hoch. Wie ist das bei Ihnen? Ja, man fliegt natürlich von so einer Raumstation mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause. Man freut sich zum einen, dass man ein halbes Jahr im Weltraum war und das eine tolle Sache ist, dass dieses Labor da oben so einzigartig ist. Und dann hat man natürlich aber auch Dinge, die man vermisst auf der Erde. Das heißt, man hat ein halbes Jahr lang nicht im Wald laufen können, nicht duschen können, keinen Salat essen können und darauf freut man sich natürlich. Und jetzt, Pizza, haben Sie gesagt. Ja, Pizza genau, zum Beispiel. Gefühl. Aber es gibt so einiges. Und das ist natürlich das, was ich jetzt auch genieße. Es ist wirklich toll, wieder hier zu sein. Also ich genieße es, wieder auf der Erde zu sein, in meiner Heimat, mit meinen Freunden. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich nachts hochschaue und die Raumstation vorbeifliegen sehe, dann denke ich mir, ja, es wäre schon auch schön, wieder da einmal in meinem Leben nochmal hinzukommen. Ja, wer weiß. Müssen wir schauen. Ich würde es auf jeden Fall gern tun. Müssen wir schauen. Aber jetzt müssen wir mal darüber reden, wie es eigentlich zu diesem Traum gekommen ist, der sich erfüllt hat mit diesem Flug. Das war ein Junge, der saß mit jemandem zusammen und hörte Amateurfunk. Das ist ganz, ganz lange her. Ja, die Leute versuchen das so ein bisschen manchmal an einem Beispiel festzumachen oder an einem Ereignis festzumachen. Ich denke, dass ja, diese Faszination für die Weltraumfahrt, die kann man nicht an einem Ereignis festmachen. Das war bei mir schon, als ich ganz klein war, dass mich das fasziniert hat, was da draußen ist. Einfach, weil es so unerreichbar, so unendlich weit weg schien und so riesig und so unbekannt da draußen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und wir Menschen sind ja Entdecker, da geht es mir ja nicht alleine so. Deshalb sehe ich jetzt auch schon durch die ganzen großartigen Reaktionen, die wir bekommen haben durch die Mission. Und das hat sich bei mir einfach so nach und nach aufgebaut. Da waren dann Ereignisse dabei, auf das Sie angesprochen haben, wo mein Großvater meine Worte mit Amateurfunk zum Mond und wieder zurückgeschickt hat als Reflexion. Das waren vielleicht kleine Sprünge auf dem Weg, aber für mich war diese Faszination immer da und die wird auch immer da sein, einfach für dieses Unbekannte da draußen. Jetzt werden sich viele fragen, selbst wenn ich fasziniert von dem bin, von dem Sie jetzt gerade erzählen, dahin zu kommen, das dauert unendlich lang und eigentlich ist die Chance auch überschaubar gering. Sie haben es trotzdem geschafft. Worauf führen Sie das zurück? Es war ja nicht nur die Faszination, die Motivation, die da war, sondern es waren ja auch gewisse Umstände und auch gewisse Voraussetzungen notwendig. Ja, es sind natürlich viele Faktoren, die dazu geführt haben. Der größte von allen war Glück. Ja, das heißt, wenn man jetzt das Glückliche losgezogen hat, dann kann man sich immer fragen, warum ich? Das ist halt so. Das hat in dem Fall wenig damit zu tun, ob ich dafür geeignet war oder nicht, dieser Glücksteil. Dazu kommt natürlich dann schon, dass ich das Glück hatte, in einem Beruf zu arbeiten, der als Voraussetzung, Astronaut zu werden, sich ganz gut eignet. Also Geowissenschaftler zu sein, der auf Expeditionen gearbeitet hat, hat mir geholfen. Aber es gibt natürlich auch andere Berufe, die da genauso geeignet sind. Also wenn man Mediziner ist, Ingenieur, Wissenschaftler im Allgemeinen, Pilot, kann man sich als Astronaut bewerben, denn letztendlich müssen wir alle einen ganz neuen Beruf neu erlernen. Also das heißt, auch als Wissenschaftler musste ich 95% aller meiner Fähigkeiten komplett neu lernen. Also Sie haben das Riesenglück gehabt, 2009 ausgewählt zu sein. Und dann kamen erst noch mal 4 Jahre harten Trainings, vieler Entbehrungen, auch persönlicher Entbehrungen. Wenn Sie das jetzt so in der Rückschau sehen, das hätte ja auch anders ausgehen können. Eine gesundheitliche Einschränkung hätte den Flug unmöglich gemacht. Diese 4 Jahre, kommen die einem jetzt wie im Zeitraffer vor? Da ist ja unglaublich viel passiert im Training. Ja, das sprechen Sie natürlich korrekt an. Also diese Zeit in diesem Training, die fliegt eigentlich komplett. Also wenn man da mittendrin ist, dann gehen die 4 Jahre vorbei und man weiß gar nicht, wie es passiert ist. Jetzt im Nachhinein wirkt dieser Zeitraum viel länger. Also das wirkt wie weit mehr als 4 Jahre. Und während der Zeit, das haben Sie schon korrekt gesagt, weiß man natürlich nie, ob es dann wirklich zu einem Raumflug kommen wird. Wenn man in dieser Vorbereitung ist und hat einen Unfall und man kann eben gesundheitlich nicht mehr fliegen oder es reicht im Prinzip schon was Kleines, was dazwischen kommen kann, dann ist der Traum vorbei. Und dessen war ich mir auch immer bewusst und ich habe auch immer versucht, das nicht so nah an mich ranzulassen. Das heißt, wirklich das an mich rangelassen habe ich dann, als ich die Triebwerke im Rücken gespürt habe, als diese Rakete abgehoben ist. Dann wusste ich, okay, jetzt geht es zumindest irgendwo hin. Und dann, als wir diese 100-Kilometer-Grenze überschritten haben, wusste ich, okay, jetzt bin ich zumindest im Weltraum, egal was passiert. Das ist schon mal ein großartiges Gefühl und das sehen Sie auch bei den Mannschaften immer dadurch, dass sie High Five einschlagen und sich freuen. Und das ist schon eine Erleichterung, einfach deshalb, weil man weiß, jetzt kann das mir niemand mehr nehmen.
Der Traum beginnt ja im Grunde genommen dann tatsächlich im Weltraum mit dem Undock-Manöver, das ja nicht so ganz ohne ist. Ja, das ist natürlich schon nicht ganz einfach, mit einem Raumschiff eine Raumstation zu treffen. Beides bewegt sich mit 28.000 km/h relativ zur Erde und man hat nur wenige Zentimeter Toleranz, der man andocken muss und man kann auch, muss auch mit einer ganz gewissen Geschwindigkeit da hinkommen. Das ist nicht einfach und da ist natürlich schon Konzentration erforderlich, auch wenn das Raumschiff das zum größten Teil selbst macht. Und solche Alltagsdinge, die sehen ja irgendwie ganz nett aus in der Schwerelosigkeit, sind aber manchmal ganz schön kompliziert. Ja, das tägliche Leben ist ein bisschen komplizierter, einfach weil man alles sehr gut organisieren muss. Also alles schwebt sonst davon und man muss wirklich genau so ein Gefühl dafür entwickeln, welchen Prozess man wie angeht, damit man nicht tausend Dinge gleichzeitig hat, die lose irgendwo hinfliegen können, dass man alles der Reihe nach macht. Das ist schon nicht ganz einfach am Anfang und das muss man lernen. Das ist, am Anfang gibt es da lustige Szenen. Das, was Sie jetzt hier machen, sind ja schon zum Teil Experimente. Da wird einiges an Experimenten ausprobiert. War da ein Vorteil, dass Sie Wissenschaftler sind? Ja, viele der Experimente sind natürlich so konzipiert, dass man, dass jeder Astronaut sie ausführen kann, auch wenn er jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Von dem her kann man die alle so durchführen, aber bei vielen ist es natürlich schon so, wenn man so ein bisschen wissenschaftliche Intuition hat, kann man die dann vielleicht noch besser durchführen oder kann man dann auch Situationen erkennen, wo ein Experiment so ein bisschen seitwärts geht und man Dinge herausfindet, nach denen man gar nicht gesucht hat. Und das sind ja oft die Dinge, die ja einen am meisten weiterbringen in der Wissenschaft. So der Zufall in der Wissenschaft. Genau, ja. Und weil wir haben es ja mit einer Umgebung zu tun, die völlig unintuitiv ist für uns und die Ergebnisse hervorbringt, die wir nicht hervorsagen können. Und deswegen fliegen wir da auch hin. Und dann ist es natürlich als Wissenschaftler ganz besonders toll, wenn man da plötzlich was sieht, was sich so ein bisschen anders entwickelt, als es gedacht war. Sie müssen eine Menge Sport machen während der gesamten Zeit, weil Sie nehmen enorm viel Muskelmasse ab. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir viel Muskelmasse abnehmen. Ich habe wirklich 2,5 Stunden am Tag trainiert, also unser Sportprogramm, und ich bin mit Netto-Muskelmasse im Plus zurückgekommen. Also ich habe Muskeln dazu gewonnen. Und das hat mir natürlich geholfen. An den ersten beiden Tagen ist es sonst schwer, auf der Erde zu gehen unter Gravitationsbedingungen nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit. Also das heißt, unsere Gegenmaßnahmen haben sich sehr weit fortentwickelt. Das konnte man sehen. Und, das ist ja auch eine Voraussetzung, um mal weiter als nur in den Erdorbit zu gehen oder auf den Mond zu fliegen, sondern möglicherweise auch zum Mars zu fliegen, weil die Flugzeiten viel länger sind. Ja, ganz genau. Da haben wir es mit Knochenschwund, mit Muskelschwund zu tun, den wir bekämpfen müssen. Und dafür lernen wir auf der Internationalen Raumstation, wie wir das vermeiden können. Und offenbar sind wir an einer Stufe angelangt, wo wir so weit sind, dass wir sagen, okay, wenn das ein halbes Jahr so gut geht, ich bin zurückgekommen und habe mich sofort sehr wohl gefühlt, dann kann man auch mal länger in den Weltraum fliegen. Dafür sind wir Menschen im Prinzip bereit. Mhm. Diese Experimente, die Sie gemacht haben, sind ja teilweise auch Grundlagenexperimente, also Dinge, von denen man jetzt nicht sagen kann, das ist für die oder jene Nutzung gedacht. Aber als Wissenschaftler ist es ja ein ganz besonderes Privileg, das im Weltraum machen zu können. Was sind da Herausforderungen, die es da im Weltraum nur gibt? Ja, logistisch ist es natürlich viel schwieriger, so ein Experiment durchzuführen, weil man Platzbeschränkungen hat, Energiebeschränkungen hat, aber dafür eben Sachen rausfinden kann, die man sonst eben überhaupt nicht beobachten kann. Und wir haben, und das sagen Sie schon, ist ein riesiges Privileg, jetzt an neuen Halbleitern zu arbeiten, die vielleicht in ein paar Jahren eine neue Generation von Computerchips einleiten. Und für mich ist es eine große Ehre, an so einem Experiment zu arbeiten. Oder an humanwissenschaftlichen Experimenten, wo es wirklich darum geht, dass wir unseren Körper benutzen, um Kranken auf der Erde zu helfen. Brauchen wir Menschen eigentlich im All? Sie sind jetzt selber im All gewesen. Nun könnte man ja sagen, wir haben ja unglaublich intelligente Roboter inzwischen. Ist es notwendig, dass Menschen ins All fliegen? Letztendlich geht es ja bei der Raumfahrt auch darum, dass wir als Mensch irgendwo hinreisen und unsere Heimat von außen sehen, diese Perspektive einfangen aus dem menschlichen Augen, aus dem menschlichen Blickwinkel und diese wieder mit zurück nach Hause bringen, die so wertvoll ist, die uns unseren Heimatplaneten zeigen, verletzlich von außen. Und die dazu führen, dass wir unseren Heimatplaneten, wenn wir diese Perspektive eingefangen haben, ein bisschen besser kennen als zuvor. Und das kann ein Roboter nie ersetzen, weil er einfach nicht sagen kann, wie es sich anfühlt, seinen eigenen Planeten von außen zu sehen. Alexander Gerst, viel Glück für die Zukunft, dass Ihre weiteren Träume in Erfüllung gehen. Vielen Dank.